Hallo, du geile Katze. Schön, dass du das Video schaust. Mein Name ist Nick. Das hier ist Nick Jersey TV. Und wir gehen heute durch, was bei der letzten Sammelbestellung bestellt wurde. Und ja, ihr wisst, bisschen neu, kein großer Vorspann etc. Deswegen fange ich auch gleich an. Aber wir haben auf jeden Fall hier zwei T-Shirts von den Bucks. Das sind hier diese Super Bowl Champion T-Shirts. Feiere ich immer. Ist nur immer so eine Sache. Ich bin dann immer so, wenn sie ja nicht mehr Champion sind, dann will ich das eigentlich nicht mehr tragen. Von daher habe ich sowas immer nicht. Aber an sich finde ich das cool. Und passend dazu hat derjenige sich noch zwei Caps. Ich werde mal die Sachen, die durch sind, rüberschmeißen. Noch zwei Caps geholt. Und zwar einmal das Conference Champion aus dem Jahr. Das finde ich ganz cool. Hier auch mit dem Super Bowl Logo an der Seite. Hinten NFL Logo. Von New Era Adjustable, was anderes würde ich gar nicht tragen. Und dann natürlich hier auch noch mal passend dazu aus demselben Jahr perfekt zugemacht. Natürlich dann auch noch das Super Bowl Champion Cap, finde ich noch ein bisschen geiler vom Material her. Auch hier vorne und an der Seite Super Bowl Logo, hinten NFL Logo. Finde ich noch tatsächlich ein bisschen fresher, aber auf jeden Fall passend zu den T-Shirts super. Dann hatten wir auch einen Bengals-Fan bei der Bestellung, der sich hier so ein klassisches Bengals-T-Shirt mit dem Logo bestellt hat und dazu dann auch noch den passenden Hoodie, ganz klassisch einfach mit dem Bengals-Logo. Hat mich natürlich interessiert, ist derjenige, ist Bengals-Fan seit Joe Burrow das oder Ja'Marr Chase? Aber nein, er sagt, er ist schon länger Bengals-Fan. Wenn, wäre es auch egal. Aber hat mich an der Stelle mal interessiert, weil bei mir persönlich ist es so, ich konnte die Bengals halt früher eigentlich gar nicht leiden. So. Andy Dalton, naja, war okay so. Aber der Rest war mir immer nicht so sympathisch. Aber jetzt, seitdem Burrow da ist und Chase, Higgins, muss ich sagen, ist schon echt eine coole Truppe und macht viel Spaß, die anzusehen. Also auch hiermit viel Spaß. Falls du jetzt übrigens denkst, ey, warum habe ich denn da nicht mitbestellt? Tja, keine Ahnung. Entweder du folgst mir noch nicht auf Instagram oder du hast es nicht mitbekommen, weil das würde mich sehr wundern. Aber guck einfach, unten ist mein Instagram-Handle, @NickJerseyTV. Und wenn du das nächste Mal dabei sein willst, dann schreib mir doch einfach. Eigentlich machen wir das jetzt regelmäßig. Ich werde auch immer, wenn so zwei, drei sich irgendwie zusammentun wollen, das versuchen zu realisieren und euch dabei zu helfen. Dann kommen wir zum nächsten. Da ist leider bislang nur ein Pulli gekommen. Derjenige hat eigentlich zwei Pullis bestellt. Die sind beide meiner Meinung nach sehr fresh. Deshalb werde ich diesen einen, der jetzt da ist, von den Philadelphia 76ers. Auf jeden Fall ein geiles Teil. Finde auch hier. Ah, hier ist nochmal eine Tasche mit Reißverschluss. Okay, ich will den Kleber jetzt nicht abmachen. Aber auf jeden Fall geil. Also generell muss ich sagen, diese NBA-Jordan-Sachen und so, die fixen mich schon immer ganz gut an. Aber mit dem Hoodie. Also wäre ich Philly-Fan, könnte ich mir auch vorstellen, mir den zu holen. Na, ich bin leider nicht so der 76ers-Fan. Aber der Hoodie geht auf jeden Fall klar. Ach, ich habe, glaube ich, die ganze Zeit das Jordan-Logo verdeckt. Auf jeden Fall ein freshes Teil. So, dann als nächstes das erste Jersey. Und das ist so ein Super Bowl Special Jersey. Da tue ich mich immer schwer, ob ich die feiern soll oder nicht, weil ich bin eigentlich so jemand, ich will immer nur das tragen, was auch wirklich getragen wurde. Deswegen habe ich so meine ganzen Tribute to the. Oder Salute to Service heißen ja Tribute to the Troops, das war WWE. Salute to Service oder diese Gridiron-Trikots und so, habe ich mittlerweile alle verkauft, weil ich mir immer dachte, so, ja, die Leute tragen das ja auch nicht, das sind ja so eher Fashion-Trikots. Ja, deswegen bin ich immer hin und her gerissen, wobei ich sagen muss, das vom letzten Jahr fand ich echt fresh. Das von diesem Jahr, dieses Graue, finde ich irgendwie gar nicht geil. Aber hier kann man auf jeden Fall sagen, ist das optisch echt ganz geil. Hier von den LA Rams mit und natürlich eine geile Katze, Odell Beckham Jr. Ist es ein Game Jersey? Wenn ihr mehr zu Game Jerseys erfahren wollt, verlinke ich euch mal mein anderes Video. Aber alles ist hier halt aufgebügelt, beziehungsweise per Heatpress-Verfahren aufgedruckt. Ja, das Einzige, was hier tatsächlich, zwar glaube ich, ja, ist nicht vernäht, aber ist aufgeklebt, aber nicht so ein normaler Flock ist, ist halt hier dieses Super Bowl-Logo. Das ist halt wirklich hier aus Plastik und sieht auch echt gut aus. Meiner Meinung nach ein bisschen zu klein. Ich habe selbiges Logo mir gerade bestellt, weil ich das eventuell mal auf ein Ja'Marr Chase Jersey machen will, wenn ich das habe. Und ich glaube, das ist ein bisschen größer als das, aber an sich auf jeden Fall freshes Jersey. Vielleicht sollte ich ein Stück weiter nach hinten gehen, dass man es auch komplett sieht. Kritik an mich. So, und der gleiche hat sich dann auch noch gedacht,
gönne ich mir noch ein Limited Jersey. Und zwar von den Cleveland Browns. Na, wo geht's auf? Hier. Eins, wie ich finde, der wirklich sehr, sehr schicken, wobei ich die Browns Jerseys generell immer alle feiere. Und das ist ein Limited Jersey von den Cleveland Browns. Hier Nummer 6 noch von Baker Mayfield, der ehemalige First-Round-Pick. Auf der Vorderseite, also erstmal, ne, bei Limited Jerseys wisst ihr, ist alles vernäht. Tatsächlich hier aber nur eine Naht, also wir haben hier nur das Orangene vernäht, das Schwarze nicht nochmal extra. Aber trotzdem geile Optik, natürlich hier das silberne NFL-Shield. Und sowas feiere ich ja immer, der Patch. Und hier ist der Patch tatsächlich irgendwie aufgestickt, oder? Ja, der ist tatsächlich aufgestickt, also nicht nur aufgebügelt. Auf jeden Fall eine frische Sache. Dann zeige ich euch das gute Stück nochmal von hinten. Einzige Sache, die hier mal so ein bisschen kritisch ist, wir kommen wieder zu den Ärmeln, sind tatsächlich die Ärmel, weil das ist hier halt alles so irgendwie so ein Gummistoff. Und das kann, wenn man ein bisschen breite Arme hat, dann hier ganz schön spannen, weil das ist dann nicht mehr so elastisch. Aber ja, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Und dann kommen wir zum den finalen zwei Jerseys und die sind von dem lieben Patrick. Patrick hat bis jetzt bei jeder Sammelbestellung mitgemacht, die ich so durchgeführt habe. Ist irgendwie so von Tag 1, wo ich hier dieses YouTube-Zeug mache, irgendwie dabei. Unterstützt einen, ist immer ein geiler Typ. Also an dieser Stelle mal danke, Patrick. Und ich glaube, diese Bestellung ist ja sehr besonders für dich, weil du hattest ja das Ziel, von jedem der 32 NFL-Teams ein Trikot zu sammeln. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass du gesagt hast, wenn du die beiden jetzt bei dir hast, dann ist es soweit. Von daher eine besondere Sache und da hast du dir auch echt nochmal zwei geile Sachen ausgesucht. Und die erste Sache ist dieses Detroit Lions Alternativ Jersey, was ich immer sehr geil finde. Lions, das Blaue feiere ich auch. Generell bin ich immer bei den Lions mit dem Logo und so, denke ich mir immer so, wenn du irgendwie einen Löwen hast, dann nimm doch nicht so einen blauen Löwen. Ja, ich weiß, mit Ford etc. passt das alles ganz cool. Aber feiere ich an sich immer nicht so bei den Lions. Aber jetzt mit Amon-Ra St. Brown und so hat man ja doch Sympathie durch Hard Knocks etc. Und der liebe Patrick hat sich hier für dieses wirklich sehr, sehr, sehr freshe Detroit Lions Jersey entschieden. Mit der Nummer 88 Hawkinson ist er zu den Vikings gewechselt. Von daher hier ein ordentlicher Schnapper. Hier auch halt die Nummern einfach vernäht, aber sehr, sehr schick. Und ganz fresh hier an der Seite nochmal der Schriftzug mit dem WCF. Ansonsten optisch echt ganz geil. Ist in meiner Größe. Vielleicht probiere ich das mal an. Auf jeden Fall auch eine geile Sache. Jetzt hast du auch ein Lions Jersey und ich weiß, und das ist das Witzigste, dass das letzte Trikot, was du brauchst in deiner Sammlung, tatsächlich von deinem Lieblingsteam ist. Da frage ich mich, was ist denn los mit dir? Wie kann man denn sein Lieblingsteam bis dato nicht haben? Aber nun gut. Und da hast du dir aber wirklich was richtig Geiles ausgesucht. Und das ist auch das Highlight dieser Bestellung. Und zwar ein Las Vegas Raiders Jersey. In der Elite-Version. Also da hast du nochmal ein bisschen Geld in die Hand genommen. Für das letzte Jersey. Aber ich muss sagen, es wird sich meiner Meinung nach lohnen. Hier von der absolut geilen Katze Darren Waller. Ich muss sagen, die Las Vegas Jerseys sind ja wirklich echt, echt schlicht. Ihr wisst, ich habe ja dieses hier von Randy Moss. Also, ne? Außer, dass das halt vom Style her anders ist. Bei den Farben hat sich überhaupt nichts geändert. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig freshes Teil. Auch in meiner Größe. Und Patrick, sieh es mir nach. Aber das muss ich nun wirklich mal ganz kurz hier anprobieren. Ja, tatsächlich sind meine Sachen noch nicht angekommen, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, aber ich denke mal, bis ich das Video geschnitten habe, ist es noch drin. Und deswegen werde ich euch das einfach jetzt hier kurz einfügen. So, damit ist dann die ganze Sammelbestellung auch komplett. Wie gesagt, wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest, melde dich gerne bei Instagram. Ansonsten kann ich mich an dieser Stelle wie immer nur bedanken, dass du dieses Video geschaut hast. Bleib bitte gesund und ciao! Rage on that beat, going crazy.